Hallo und herzlich willkommen auf meiner kleinen Karottenfarm. Okay, Spaß beiseite, ich bin DonF204 und es geht weiter mit meinen MV-Tutorials. Beim letzten Mal haben wir gelernt, wie wir Ereignisse, NPCs und Türen erstellen. Das sind schon mal die ersten Grundlagen für unsere erste Mission, die wir jetzt erstellen werden. Unsere erste Mission wird relativ einfach. Ich erkläre kurz, was wir vorhaben. Und dann werden wir es durchführen. Die Frau hier soll uns berichten, dass ein Mann innerhalb des Hauses Hunger hat und wir ihm doch bitte einen Apfel überbringen sollen. Die Frau gibt uns dann den Apfel. Wir überbringen dem Mann, der im Haus ist, den Apfel, gehen wieder raus und holen uns bei der Frau dafür eine Belohnung ab. Das ist die Mission, die wir versuchen zu erstellen. Im Grunde ist das nicht so schwierig. Aber der ein oder andere, der halt neu mit dem RPG Maker arbeitet, der wäre sicherlich sehr froh, wenn ich das versuche, ein bisschen zu erklären. Und das machen wir an dieser Stelle natürlich auch. Zuallererst fangen wir an. Wir sorgen dafür, dass die Frau uns den Apfel gibt. Das ist erstmal der erste Schritt. Dazu gehen wir aber zuerst mal in die Datenbank und erstellen einen neuen Gegenstand. Unter Gegenstände, also hier oben auf die Zahnräder, Datenbank steht dann auch da, wenn ihr etwas länger drüber bleibt. Und dann geht ihr auf Gegenstände, hier das linke, hier das linke, das vierte auf der linken Seite, so rum, Gegenstände. Dort haben wir schon 4 Heiltränke. Wir erstellen uns ein 5. Item, erhöhen das Maximum auf 5. Ihr könnt aber das Maximum auch von mir aus auf 100 erhöhen. Das spielt gar keine Rolle. Ihr könnt so viele Items machen, wie ihr wollt. Mehr oder weniger. Ich weiß nicht, irgendwo wird es bestimmt eine Grenze geben, aber die Grenze ist noch nicht mal bei 1000 erreicht, wie ihr seht. Also macht ihr euch da einfach mal gar keine Gedanken. Wir werden jetzt auf jeden Fall ein weiteres Item erstellen. Wir machen mal jetzt 5 und schreiben rein. Apfel. Wir werden einen Apfel von A nach B tragen, suchen uns ein schönes Symbol aus. Ihr könnt euch natürlich hier das passende Symbol aussuchen oder hier also noch freie Stellen, könnt ihr euch auch selber welche erstellen, also malen und hier hinzufügen, wenn ihr das mal möchtet. Ihr könnt alles Mögliche, eine Blutkonserve, eine Tasse, eine Flasche oder eine Fackel oder hier Fleisch, Fisch, Pilze, Nüsse, eine Orange, Weintrauben oder halt den Apfel, den wir jetzt nehmen werden. Ihr könnt alles Mögliche, wie ihr seht, verwenden. Farbige Kugeln, zerbrochene Kugeln, alles Mögliche ist möglich. Also, naja, alles Mögliche nicht. Aber ihr seht schon, die Auswahl ist groß. Ihr könnt alles Mögliche, was hier zur Verfügung steht, als Quest-Item verwenden. Ein Laptop, wer es braucht, ein Smartphone, eine Taschenlampe. Was ihr verwenden wollt. Wie gesagt, und ihr habt hier noch viele freie Stellen, um selber noch was hinzuzufügen. Aber das machen wir dann wahrscheinlich im späteren Videos. Das wäre jetzt doch etwas zu aufwendig. Okay, wir verwenden jetzt den Apfel. Drücken auf OK. Das ist Symbol 265. Das können wir uns merken, falls wir es denn in Zukunft brauchen. Unter Umständen könnte es sein, wir werden das in diesem Tutorial mal kurz zeigen, wofür man diese Nummer brauchen könnte. Ob ihr es dann auch verwendet, ist dann eine andere Geschichte. Gut, hier können wir eine kleine Beschreibung reinschreiben, die der Spieler dann im Menü lesen kann. Zum Beispiel ein wunderschöner Apfel, Klammern, ohne Wurm. Upsala. Falls ich mich mal irgendwo vertippen sollte, das kann durchaus passieren. Bitte hängt mich nicht auf. Gut, Gegenstandstyp. Schlüsselgegenstand natürlich, es ist ja ein Questgegenstand. Preis unbedingt auf 0 lassen. Wenn ihr den zum Beispiel auf 10 oder auf 1 oder auf welche Nummer auch immer, ihr den Preis erhöht, könnt ihr den Gegenstand verkaufen beim Händler. Wenn ihr den Preis aber auf 0 lasst, kann der Gegenstand nicht verkauft werden. Und wir wollen ja, dass der Spieler den Gegenstand nicht aus Versehen wieder beim Händler verkauft. Verbrauchbar natürlich auch, um Gottes Willen gar nicht verbrauchbar. Bereich, gar kein Bereich, Anlass, niemals.
Den Rest können wir eigentlich so lassen. Hier können wir uns noch einen Hinweis hinzuschreiben, damit wir ein Jahr später vielleicht noch wissen, wofür dieses Item war. Diesen Hinweis könnt nur ihr sehen im RPG Maker. Innerhalb des Spiels kann der nicht gesehen werden. Wir können hier zum Beispiel Stichpunkte hinzufügen, wenn wir das möchten. Apfelquest. Dann weiß ich, dass dieser Apfel für die Apfelquest zuständig war. Das weiß ich dann ein Jahr später auch noch. Natürlich werde ich das wahrscheinlich trotzdem noch ein Jahr später wissen, aber es können auch kompliziertere Sachen sein, wo vielleicht anhand des Apfels nicht ganz eindeutig ist, wohin dieser Apfel gehört. Keine Ahnung. Euch fällt da bestimmt was ein, wo es dann vielleicht doch sinnvoller ist, aber solche Hinweise sind nie verkehrt. Schreibt euch irgendwas hin oder lasst es halt bleiben. Drückt auf OK. Wir sind hier dann in der Datenbank fertig und haben unser erstes Quest-Item erstellt. Yay! Ein Apfel. Okay, wir gehen jetzt in die Frau hinein, also jetzt nicht wortwörtlich, jetzt bitte nicht irgendwie komisch denken und werden jetzt anfangen mit dem Text. Wir fangen an. Mit Leertaste können wir diese Befehle bearbeiten. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon gesagt habe. Mit Leertaste einfach den Text, also den Befehl markieren, den wir bearbeiten wollen, und Leertaste drücken. Außerdem weiß ich auch nicht, ob ihr das letzte Video gesehen habt. Also ich kann es ja nochmal kurz ansprechen, was ich hier tue. So. Genau, und jetzt der Text. Ich glaube, mein Mann hat Hunger. Punkt. Kannst du ihm diesen wunderschönen Apfel bringen? Fragezeichen. Mit Vorschau gucken wir, ob alles reinpasst. Ich glaube, mein Mann hat Hunger. Kannst du ihm diesen wunderschönen Apfel bringen? Natürlich kann ich das, liebenswerte Frau. Gut, jetzt werden wir die Frage beantworten, indem wir eine Auswahlmöglichkeit hinzufügen. Wir doppelklicken auf die Zeile darunter, die leere, und fügen eine Auswahlmöglichkeit hinzu. Diese finden wir auch auf der ersten Seite bei Mitteilungen unter Textanzeigen. Auswahlmöglichkeit anzeigen. Dieses Fenster ermöglicht es uns, Auswahlmöglichkeiten bis zu 6 Stück anzeigen zu lassen. Diese werden entweder links, Mitte oder rechts angezeigt, entweder in einem Fenster, in einem halbdurchsichtigen Fenster oder also in einem fast durchsichtigen Fenster oder in einem durchsichtigen Fenster. Wir wollen das Ganze rechts anzeigen und ja, bleiben bei Ja, Nein. Das reicht uns als Auswahlmöglichkeit. Standard ist Auswahl 1. Standard bedeutet, das ist die Auswahlmöglichkeit, die standardmäßig markiert ist. Wenn der Spieler jetzt wirklich die ganze Zeit nur Enter, 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 Enter drückt, um den Text wegzudrücken, soll es ja geben, solche Spieler, dann wird automatisch diese Standardauswahl ausgewählt. In unserem Fall ja. Man könnte natürlich dann auch die 2 als Nein machen und dass, wenn ein Spieler immer Enter drückt, dass er die Quest halt nicht annimmt. Also automatisch nicht annimmt, statt sie automatisch anzunehmen. Okay, wir bleiben aber dabei. 1 ist automatisch angewählt. Außerdem ist es ja auch ein bisschen schade für Leute, die die Quests annehmen wollen. Da müssen sie immer extra Steuerkreuz hochdrücken, also quasi hier Pfeiltaste hoch und dann extra Enter. Werdet ihr gleich sehen. Abbrechen. Die Abbrechen-Auswahl, in dem Fall Auswahl 2, wird immer ausgeführt, wenn Escape gedrückt wird, also die Abbrechen-Taste in dem Fall. Man kann hier auch andere Optionen machen, wie zum Beispiel nicht zugelassen. Dann kann man quasi das Abbrechen deaktivieren bei etwas kniffligen moralischen Entscheidungen. Wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, gefragt wird, willst du Karl oder Petra retten? Dann wäre natürlich Abbrechen eine sehr merkwürdige Option. Das ist natürlich dann keine Option. Dann sollte man das natürlich auf nicht zulassen stellen. Okay, ich hoffe, ihr habt es soweit verstanden. Auswahl 2 ist natürlich Abbrechen, in dem Fall Nein. Also die Verneinung sollte eigentlich immer Abbrechen sein. Könnte natürlich auch hier an vierter Stelle sein oder an fünfter Stelle. Ihr versteht das Ganze, denke ich mal. Okay, dann sieht das Ganze so aus. Wenn ja, dann wird alles innerhalb
Also alles zwischen Ja und Nein wird ausgeführt. Und wenn Nein, dann wird alles ausgeführt, was zwischen Nein und Beenden ist. Und alles, was nach Beenden kommt, wird in beiden Fällen ausgeführt. Ich hoffe, das Ganze ist so verstanden. Also wenn ich Ja drücke, also der Spieler Ja auswählt, kommt dann zum Beispiel, kommt dann Textanzeigen, Porträt, Actor One. Na klar, helfe ich dir. Punkt. Zum Beispiel. Und dann, wie ihr seht, kommt auch gleich eine neue Zeile. Ihr könnt hier wirklich unendlich viel, in Anführungszeichen, könnt ihr, irgendwann wird es sicherlich ein Ende haben, wobei ich mir da auch nicht sicher bin. Aber irgendwann in der Theorie, aber in der Praxis sicherlich nicht. In der Praxis könnt ihr auch hier unendlich viel ranhängen einfach. Merkt euch, hier könnt ihr unendlich viel ranhängen. So, ihr könnt hier quasi wirklich so viele Befehle machen, wie ihr wollt. Es muss immer nur zwischen Ja und Nein hier dazwischen sein. Gut, also machen wir jetzt den nächsten Befehl rein. Dort wird mehr wird die Frau sagen, ups, nicht Auswahlmöglichkeit, Text anzeigen. Dann wird die Frau natürlich sagen, danke, dass du mir helfen willst. Punkt. Danke, dass du mir helfen willst. Okay. Und jetzt machen wir noch einen Text hinzu ohne Porträt. Du hast einen Apfel, upsala, Apfel erhalten. Punkt. Und nun kommen wir zu einer etwas interessanten Sache. Ich hoffe, ich kann das grob erklären. Wenn man hier mit dem Mauszeiger auf dem Textfeld bleibt, seht ihr hier Steuerzeichen, dann könnt ihr hier kleine Befehle machen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Zum Beispiel werden wir jetzt verwenden Backslash C, eckige Klammer auf, N, eckige Klammer zu. Nachfolgender Text in Entenfarbe. Also jetzt nicht Entenfarbe, nag, 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 sondern in der Farbe, die wir da als N reinschreiben, die Zahl quasi, die wir statt N einfügen. Ich erkläre euch das gleich nochmal. Und das werdet ihr gleich sehen. Also jetzt denkt nicht an Entenfarbe, nag, nag, sondern, sorry, denkt bitte an die Farbe, die ich hier statt diesem N reinschreibe. Dafür habe ich eine Internetseite schon offen, hoffe ich, oder auch nicht. Doch, habe ich, natürlich. So. Und das Ganze habe ich euch mal rausgesucht. Das ist zwar jetzt für den RPG Maker VXAce, quasi der Vorgänger zum MV, aber das ist beim MV exakt dasselbe. Es sind die gleichen 31 Farben. Wir werden jetzt verwenden die Nummer 2 für Hellrot. Also gehen wir in den RPG Maker zurück. Diesen Link hier zum Forum von RPG Maker Web.com werde ich euch natürlich in die Videobeschreibung packen. Ihr könnt leider hier unten die Skripts etc. nicht verwenden, weil diese für den Ace sind und nicht für den MV. Aber vielleicht suche ich euch da mal was raus, was dann auch für den MV kompatibel ist. Sollte eigentlich kein Problem sein. Ich gucke da einfach mal irgendwann mal, eventuell unter Umständen, aber eigentlich sollten die 31 Farben locker reichen. Gut, wir gehen zurück zum MV. Wir brauchen die Nummer 2 und fügen dort jetzt die Nummer 2 rein. Und dann können wir das in der Vorschau auch angucken. Und tada! Du hast einen Apfel erhalten. Aber jetzt ist erhalten auch rot. Das ist nicht gut. Also schreiben wir hier direkt hinter Apfel, ohne Leerzeichen, ohne alles. Backslash C, eckige Klammer auf. 0 für weiß. Können wir auch gerne nochmal überprüfen. 0 für weiß. Und dann kommt erhalten und das wird dann wieder weiß geschrieben. Alles klar. Nun kommen wir zu dem Symbol. Ich hatte ja gesagt, dass wir die Symbolnummer vielleicht eventuell brauchen. Und da haben wir I, also Backslash I, eckige Klammer auf, N, eckige Klammer zu, zeichnet das Ente-Symbol. Also nicht das Entensymbol, sondern das Ente-Symbol. Okay, ich hoffe, ihr versteht es. Apfel erhalten, mache ich mal ein Leerzeichen. I, eckige Klammer auf,
Und das war 265. Ups, RG, Klammer. Nicht geschweifte Klammer. Und dann haben wir hier noch das Apfelsymbol, falls ihr das möchtet. Das ist natürlich alles optional. Du hast einen Apfel erhalten. Okay, man kann das Wort Apfel auch weglassen und nur das Symbol zeigen. Aber ich denke, so seht ihr beides, wie ihr es verwenden könnt. Ihr könnt das Symbol weglassen oder das Wort weglassen. Und dann ist gut. Ihr habt es, glaube ich, verstanden. Ihr könnt auch beides zeichnen, so wie ich. Okay. Übernehmen. Okay. Und nicht vergessen, die Symbol-ID findet ihr hier direkt neben dem Symbol, was ihr gewählt habt. Okay. Übernehmen. Und dann haben wir schon mal einen Apfel erhalten. Aber haben wir ihn wirklich schon erhalten? Nur durch den Text? Nein, natürlich nicht. Wir müssen noch einen Befehl hinzufügen. Bei Ereignisbefehle direkt darunter wieder über Nein natürlich. Haben wir hier auf der ersten Seite der Ereignisbefehle bei Gruppe haben wir unter Gold ändern, Gegenstände ändern. Und dort suchen wir uns den Gegenstand Apfel aus. Haben zwei Operationen, entweder erhöhen, also entweder geben wir den Apfel oder verringern. Wir nehmen den Apfel von den Spielern wieder weg. Wir erhöhen natürlich, haben noch einen Operanden, in dem Fall die Konstante 1, die lassen wir auch so. Können aber auch eine Variable nehmen oder auch von mir aus könnt ihr die Zahl auch ändern. Aber das machen wir jetzt nicht, weil wir nur einen Apfel weitergeben. Und okay. Übernehmen. Gegenstand ändern, ein Apfel. Apfel plus 1. Okay. Gut, jetzt erhält der Spieler auch wirklich seinen Apfel. Aber jetzt haben wir ein kleines Problem und das kann ich euch auch noch demonstrieren. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang durch die ganzen Demonstrationen und Erklärungen. Aber ich denke mal, ihr werdet es durchhalten. Gut, jetzt haben wir ein Problem, wenn ich die Frau anspreche. Erstmal, wenn ich Escape drücke, kommt erstmal gar nichts. Das ist aber nicht das Problem. Jetzt kommt. Werde ich nochmal gefragt, ist ja alles soweit in Ordnung. Und wenn ich jetzt annehme, na klar, helfe ich dir. Danke, dass du mir helfen willst. Du hast einen Apfel erhalten, funktioniert ja alles. Der müsste jetzt auch im Inventar sein, unter Gegenstände, unter Schlüsselgegenstände, da ist er. Apfel ohne Wurm, er ist ausgegraut, ich kann ihn nicht aus Versehen verwenden. Perfekt. Und jetzt gibt sie mir nochmal einen Apfel? Das kann doch nicht sein. Warum gibt sie mir nochmal einen Apfel? Und das ist ein Problem, was wir natürlich schnell lösen werden. Aber das ist halt eins der wichtigsten Sachen und eigentlich die Hauptsache, um die es in diesem Video geht. Nämlich um Eventseiten und Bedingungen. In dem Fall Schalter als Bedingung und Selbstschalter. Werdet ihr gleich sehen. Wir kopieren die Seite und fügen sie neu ein. Löschen hier mal die Auswahlmöglichkeit raus, die brauchen wir nicht mehr. Und ändern mal den Text etwas. Was schreiben wir? Bringe meinem Mann bitte schnell den Apfel. Okay, Vorschau. Übernehmen. Gut, diese Event-Page, also Ereignisseite soll aktiviert werden, nachdem wir den Apfel erhalten haben. Jetzt ist das Problem aber, dass diese Eventseite natürlich dauerhaft aktiv ist, weil je höher die Nummer, desto höher die Priorität der Eventseite. Ich glaube, das habe ich beim letzten Video schon angesprochen, aber vielleicht hat das der ein oder andere von euch nicht gesehen. Deswegen erkläre ich das nochmal grob hier an dieser Stelle, weil es gehört hier ja auch irgendwo hin. Genau. Jetzt ist das Problem, dass nur diese Eventseite aktiviert ist, also Ereignisseite, und nicht diese Ereignisseite. Wie sorgen wir jetzt dafür, dass diese Ereignisseite nicht angezeigt wird? Und das erfolgt über Bedingungen. Wenn wir Bedingungen haben, wird diese Seite quasi jetzt erstmal ausgeblendet, bis die Bedingung erfüllt ist. Und dann wird die darunterliegende natürlich angezeigt. Also die Eventseite, die Ereignisseite, Entschuldigung, mit der höchsten Nummer hat die höchste Priorität, wird aber nur angezeigt, solange die Bedingungen erfüllt sind für diese Seite. Und wir fügen jetzt hier eine Bedingung hinzu, einen Selbstschalter, in dem Fall Selbstschalter A. Übernehmen. Was ist ein
Schalter. Stellt euch einen Schalter oder auch einen Selbstschalter, also entweder hier einen dieser Schalter oder einen Selbstschalter. Stellt euch das Ganze folgendermaßen vor. Ihr steht in einem Haus und habt dort eine Schalttafel mit ganz vielen Schaltern. Okay? Und wenn ihr jetzt einen Schalter betätigt, dieser kann an oder aus sein, wie ein normaler Lichtschalter, geht irgendwo das Licht an. Bei Selbstschaltern geht das Licht immer innerhalb des Raums an, in dem ihr euch befindet, oder halt aus. Und bei den anderen Schaltern, bei den normalen Schaltern, die sind global, die wirken global, also auf das komplette Gebäude. Da kann überall im Gebäude das Licht an oder ausgehen, je nachdem, wie das Ganze verknüpft ist. Ich hoffe, so grob ist das verstanden. Also ein Schalter kann wie ein Lichtschalter nur an oder aus sein. Es sei denn, ihr habt natürlich einen Dimmer. Das ist aber ungerecht jetzt und ist auch nicht wirklich zielführend jetzt für mein Beispiel. Also wenn ihr einen Dimmer habt, zählt das nicht. Okay, Leute. Es zählt nur, wenn ihr einen normalen Lichtschalter habt. Okay, Spaß beiseite. Also ein Dimmer, das wäre eher mit Variablen vergleichbar. Aber um Variablen kümmern wir uns im nächsten Tutorial, nicht in diesem. In diesem geht es wirklich nur um Schalter. Okay. Gut, haben wir das auch geklärt. Genau, also Selbstschalter. Dieser Schalter wird nur innerhalb dieses Ereignisses wirken und nicht außerhalb von Ereignis, außerhalb dieses Ereignisses. Also wir können nicht auf andere Ereignisse damit irgendwie Auswirkungen verüben. Das geht halt nicht. Also wir können nicht andere Ereignisse damit beeinflussen. Das ist nicht möglich. Aber das wollen wir auch nicht. Das machen wir anderweitig. Gut. Jetzt aktivieren wir den Selbstschalter. Direkt unter Gegenstände ändern Apfel plus 1. Also innerhalb noch, also noch innerhalb von wann ja. Über nein natürlich. Bei der Ereignisbefehlsseite 1 findet ihr Spielfortschritt und den wollen wir ja ändern. Schalter steuern, Variable steuern, Selbstschalter steuern und Timer steuern. Wir brauchen einen Selbstschalter. Da haben wir vier Stück. A, B, C oder D. Wir verwenden A und dieser kann, wie gesagt, den Zustand an oder aus haben. Alle Schalter, ob Selbstschalter oder hier die anderen Schalter, haben automatisch von Anfang an den Zustand aus, also 0. Und wir können ihnen den Zustand ein, also 1 geben. Also anschalten quasi. Gut, wir schalten den Schalter hier an dieser Stelle an. Fügen jetzt noch einen Text hinzu, falls wir Nein sagen. Da sagt die Oma, die nette Frau meine ich natürlich, die sagt jetzt einfach nur, pff, was fällt mir da spontan ein? Einfach nur schade. Und dann war's das. Gut, damit ist die Seite eigentlich fertig. Wir springen in die zweite Seite. Hier haben wir ja schon Selbstschalter A als Bedingung aktiviert. Und das verwenden wir natürlich auch so. Selbstschalter A. Okay, jetzt haben wir den Apfel und können diesen theoretisch dem Mann bringen, den wir aber noch gar nicht erstellt haben. Der Mann existiert ja noch nicht mal. Also gehen wir in die Karottenfarm von innen, setzen den Mann hier auf den Stuhl. Spielt ja keine Rolle, wo dieser sich befindet. People One als Grafik. Der guckt nach rechts zum Tisch natürlich. Als Namen können wir Mann reinschreiben, spielt aber nicht so die Rolle. Und werden jetzt einen Text hinzufügen, falls der Mann den Apfel noch nicht bekommen hat und wir den Apfel nicht im Inventar haben. Text anzeigen. Der Mann sagt, hier haben wir das schöne Porträt von ihm. Der Mann sagt, ich habe Hunger. Hunger kann man natürlich haben und wird klein geschrieben. Wie gesagt, falls ich mich irgendwo mal vertippe, das kann durchaus schnell mal passieren. Ich habe es auch nicht so mit der Rechtschreibung ab und zu mal. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich gebe aber mein Bestes, auch wenn das nicht viel ist. Okay, gut, damit haben wir die Seite fertig und erstellen eine neue Eventpage. Wir kopieren die Seite einfach und fügen sie neu ein. Jetzt ist aber natürlich wieder nur diese Seite aktiv und das wollen wir natürlich nicht. Wir werden natürlich wieder eine Bedingung hinzufügen. In dem Fall die Bedingung Gegenstand Apfel ist im Inventar. Genau.
Wie ihr seht, ich versuche möglichst so viele Bedingungen wie möglich innerhalb dieses Tutorials zu erklären. Wir haben schon Selbstschalter und jetzt haben wir schon Gegenstand drinne. Wenn die Bedingung erfüllt ist, dass der Apfel im Inventar ist, also im Inventar unserer Gruppe, dann wird diese Seite aktiviert, nicht vorher. Diese Seite ist dementsprechend so lange aktiviert, bis der Apfel im Inventar ist. Alles klar, das sollte soweit verstanden sein. Dementsprechend werden wir jetzt den Mann einen neuen Text geben. Oder na, wir fangen erstmal an mit dem Helden. Der sagt dann sowas wie: Ich habe diesen wunderschönen Apfel für dich mitgebracht. Punkt. Okay. Und dann sagt der liebe nette Herr, was sagt er? Man könnte jetzt ewig viel Text reinschreiben, wie zum Beispiel, hat ja lange genug gedauert. Aber wir schreiben einfach nur Danke und fertig. Gut, also haben wir jetzt dem Mann den Apfel übergeben, werden aber natürlich das Item noch aus dem Inventar herausnehmen. Wieder eigenes Befehle. Seite 1, Gruppe, Gegenstand ändern. Wir erhöhen den, wir verringern natürlich den Apfel um 1. Also Gegenstand Apfel, Operation verringern, Konstante 1. Und dann kann man noch einen Text hinzufügen. Du hast den Apfel übergeben oder der Apfel wurde aus dem Inventar entfernt. Man könnte reinschreiben, was man möchte. Punkt. Du hast den Apfel übergeben. Jetzt könnte man noch, natürlich noch die Farbe eintragen. Das war die 2, wenn ich mich jetzt recht entsinne. C, 2, 0 natürlich, um es wieder auf weiß zu machen. Du hast den Apfel übergeben. Und jetzt noch das schöne Symbol. I. Und das war 265, wenn ich mich nicht irre. Nicht geschweifte Klammer, sondern eckige Klammer. Vorschau. Und es passt alles. Du hast den Apfel übergeben. Gut. Oder der Apfel wurde aus deinem Inventar entfernt, etc. Man kann ja schreiben, was man möchte. Wichtig ist nur, dass der Spieler grob versteht, was gerade passiert ist. Gut. Genau. Und anschließend müssen wir ja dafür sorgen, dass die Frau weiß, dass ich den Apfel übergeben habe. Dazu brauchen wir jetzt einen normalen Schalter, normalen Anführungszeichen, Doppelklick, wieder direkt darunter, Schalter steuern bei Spielfortschritt, einzeln, man könnte auch einen ganzen Bereich verwenden, aber wir brauchen ja nur einen einzelnen. Gut, wir verwenden jetzt irgendeinen Schalter, das spielt gar keine Rolle. Wir nehmen jetzt in dem Fall, ja, die 1. Schalter 1, wie gesagt, spielt aber gar keine Rolle. Nennen den Schalter Apfel Quest Ende. Wichtig ist, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, dass ihr hier einen sinnvollen Namen, mit dem ihr in einem Jahr oder in einem halben Jahr noch was anfangen könnt, reinschreibt. Ihr werdet das Spiel nicht innerhalb von einer Woche erstellen. Das ist einfach sehr unrealistisch. Und ihr müsst am Ende immer noch wissen, was dieser Switch auslöst. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst seht ihr am Ende irgendwann nicht mehr durch. Also ihr könnt ja nicht einfach reinschreiben, keine Ahnung, AQE für Apfelquest Ende. Das wisst ihr dann in einem halben Jahr vielleicht nicht mehr, was AQE bedeutet. Oder ihr schreibt rein, Hallo Fisch oder Quest 01. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, weil wenn ihr dann bei Quest 137 angekommen seid, wisst ihr nicht mehr, was Quest 27 war. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Macht wirklich richtige Namen rein, mit denen ihr dann später auch was anfangen könnt. Das ist ganz wichtig. Ihr könnt hier auch das Maximum erhöhen, also ihr braucht keine Angst haben. Ihr könnt hier tausende von Switches verwenden. Also das geht wirklich, upsala, tausende. Hier sind schon 2000 jetzt.
Also ihr könnt da wirklich euch richtig austoben. Ihr braucht dort keine Angst haben, dass ihr so schnell an das Maximum heranlangt. Ihr könnt dort Quests ohne Ende machen. So viele Quests werdet ihr wahrscheinlich gar nicht machen. Okay, das Ganze bestätigen wir. Apfelquest Ende. Drücken auf OK. Schalten diesen natürlich auf ein. Wie gesagt, denkt an Lichtschalter. Entweder ist das Licht an oder das Licht ist aus. Standardmäßig ist das Licht immer aus. Und in dem Fall schalten wir es jetzt auf ein. Gut. Genau. Jetzt machen wir noch eine zweite, oder Entschuldigung, dritte Seite bei dem Mann. Fügen die wieder ein. Machen als Bedingung in dem Fall den Schalter Apfelquest Ende hinein. Wir können natürlich auch jeden anderen nehmen, aber wir brauchen jetzt momentan Apfelquest Ende. Also es muss nicht die 1 sein, sondern wir können uns hier einen aussuchen, aber wir haben halt die 1 jetzt gewählt. Gut. Jetzt sagt er nicht, ich habe Hunger, sondern einfach nur, ich habe fertig. Nein, Spaß. Ich bin satt. Und dann ist gut. Wie gesagt, schöne ausschweifende Texte und sinnvolle Quests könnt ihr euch selber ausdenken. Ich denke mal, so kreativ werdet ihr sein. Gut, diese Seite wird nur aktiviert, wenn der Schalter Apfelquest Ende aktiviert wird. Dieser wird nur an dieser Stelle aktiviert und sonst nirgends im ganzen Spiel. Das bedeutet, dass dieser nur aktiviert wird, wenn ich einen Apfel jemals im Inventar hatte. Sonst geht es ja einfach nicht. Dementsprechend muss ich vorher die Quest von der Frau angenommen haben. Wie ihr seht, es ist einfach nicht anders möglich. Und das ist schön, das ist gut so. Wir müssen alles nochmal rückwärts durchgehen im Kopf, ob das wirklich anders gar nicht geht. In dem Fall geht es wirklich scheinbar nicht anders. Gut, ich bin satt. Wir können es dann nachher natürlich noch ausprobieren im Spiel. Genau, ich bin satt. Alles klar, jetzt gehen wir zurück zu der Frau. Und erstellen hier auch eine neue Ereignisseite. Dadurch, dass wir jetzt eine Ereignisseite kopieren und einfügen, dadurch, dass wir jetzt keinen Selbstschalter verwendet haben, sondern einen normalen Schalter, können wir jetzt auch vom Mann in die Frau hineinwirken. Also jetzt nicht irgendwie komisch denken, sondern denkt wirklich nur an das, was wir hier tun. Also der Mann kann im Grunde die Frau dadurch beeinflussen, indem er den Schalter anschaltet und dadurch diese Eventpage aktiviert. Entschuldigung, Ereignisseite. Es kann immer mal wieder passieren, dass ich, wie gesagt, englische Begriffe verwende. Ist einfach die Gewohnheit. Genau. Und dort kriegen wir eine Belohnung. Danke, dass du mir geholfen hast. Dafür gebe, passt nicht mehr ganz rein, aber ist nicht schlimm. Gebe ich dir 100 Goldmünzen. Punkt. Dafür gebe ich dir 100 Goldmünzen. Yay, das ist doch meine Belohnung. Für weniger hätte ich es auch nicht gemacht. Um Gottes Willen, ich würde doch früh nicht aufstehen für weniger als 100 Goldmünzen. Aber sie hat noch gar nicht gesagt, dass sie uns überhaupt was gibt. Was schreiben wir da Schönes? Dafür gebe, passt natürlich nicht rein, gebe ich dir natürlich auch eine Belohnung. Punkt. Man könnte die Belohnung jetzt auch vom Mann erhalten, statt von der Frau. Das spielt jetzt gar keine Rolle. Das kann man drehen und wenden, wie man möchte. Gut. Also sie sagt uns auch noch, dass wir eine Belohnung erhalten. Das ist halt wichtig, damit wir nochmal zurückkommen als Spieler, sonst wissen wir das ja nicht. Man könnte natürlich auch die Belohnung automatisch aufs Konto überweisen, nachdem man den Apfel übergeben hat. Man kann alles Mögliche machen, wie man das gerne möchte. Man kann auch die Belohnung vom Mann erhalten. Das spielt alles gar keine Rolle. Danke, dass du mir geholfen hast. Dafür gebe ich dir 100 Goldmünzen. Okay, die 100 Goldmünzen müssen wir natürlich jetzt auch geben. Als erstes machen wir Text. Du erhältst 100 Goldmünzen. Punkt. Oder du hast 100 Goldmünzen erhalten. Das klingt vielleicht besser. Ja, das klingt besser. Du hast 100 Goldmünzen erhalten. So. Und das machen wir jetzt noch schön farbig. C. Oh, Backslash. Nicht vergessen. C. Eckige Klammer auf. Und welche Zahl nehmen wir da? Die 14. Wir nehmen hier dieses schöne Goldgelb.
die 14. Und dann wieder Backslash C und wieder auf Weiß zurückstellen mit der 0. Vorschau. Und dann sieht das Ganze wunderschön aus. Du hast 100 Goldmünzen erhalten. Wunderschön. Und auf OK. Und jetzt geben wir dem Spieler tatsächlich noch das Gold. Doppelklick einfach hier unten. Gruppe Gold ändern. Erhöhen um 100. Man könnte natürlich auch verringern, aber das wollen wir natürlich jetzt nicht. Und okay. Übernehmen. Und jetzt wollen wir natürlich nicht, dass man immer wieder die Belohnung abholen kann. Wir kopieren die eigene Seite, fügen sie nochmal neu ein, löschen das hier unten weg, ändern den Text kurz. Danke, dass du mir geholfen hast. Einfach nur und nicht mehr mit dem Gold. Bedingungsschalter können wir auslassen, aber das können wir auch anlassen, spielt keine Rolle. Und machen jetzt einen Selbstschalter B, den wir natürlich hier noch aktivieren. Selbstschalter B, ein, okay, übernehmen. Jetzt sollte es eigentlich funktionieren. Jetzt müsste die Quest eigentlich sogar fertig sein, wenn ich mich recht entsinne. Habe ich irgendwas vergessen? Es geht schnell mal, dass man irgendwas vergisst. Danke, dass du mir geholfen hast. Wenn B aktiviert ist, B wird nur aktiviert, wenn die Apfelquest zu Ende ist. Soweit funktioniert das alles. Man erhält hier 100 Goldmünzen. Genau, ich kann ja nochmal den Mann gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Das geht, wie gesagt, ganz schnell, dass man irgendwas vergisst. Hier wird Apfelquestende eingeschalten, wodurch die Frau dann uns das Gold gibt. Genau. Hier wird der Apfel entfernt. Hier bedankt sich der Mann. Alles klar. Ja, sieht gut aus. Könnte eigentlich soweit alles korrekt sein. Das prüfen wir natürlich jetzt. Und ich erkläre es nebenbei nochmal, was wir eigentlich getan haben. Also ich versuche es nebenbei ein bisschen zu erklären. Neues Spiel. Okay. Ganz einfach, wir sprechen die Frau an und sie gibt uns gleich den Apfel, wenn wir die Quest annehmen. Wir nehmen sie aber mal nicht an. Oh, schade. Ja, das ist schade. Und haben natürlich jetzt den Apfel und das Schlüsselgegenstände nicht bekommen. Und sprechen die Frau nochmal an. Ich glaube, mein Mann hat Hunger. Kannst du ihm diesen wunderschönen Apfel bringen? Ja, na klar helfe ich dir. Danke, dass du mir helfen willst. Dafür gebe ich dir natürlich auch eine Belohnung. Du hast einen Apfel erhalten. Okay. Man könnte jetzt auch sagen, dafür gebe ich dir nachher eine Belohnung, aber spielt jetzt auch keine Rolle. Ich habe diesen wunderschönen Apfel für dich mitgebracht. Okay, das klappt schon mal. Also er fragt, ob ich den Apfel im Inventar habe, der Mann. Also er fragt das ab und die Ereignisseite wird nur aktiviert, wenn ich den Apfel wirklich im Inventar habe. Danke, du hast den Apfel übergeben. Okay, wenn ich ihn nochmal anspreche, sagt er, ich bin satt. Weil jetzt der Schalter Apfelquestende aktiviert ist, wir gehen wieder aus dem Haus raus, sprechen mit der Frau. Danke, dass du mir geholfen hast, dafür gebe ich dir 100 Goldmünzen. Könnte man natürlich jetzt auch noch gelb markieren, man kann alles schön farbig markieren, aber es reicht, denke ich mal, auch hier. Ihr könnt das machen, wie ihr wollt, halten wie ein Dachdecker. Du hast 100 Goldmünzen erhalten, wunderschön. Wenn ich sie jetzt nochmal anspreche, sagt sie einfach nur, danke, dass du mir geholfen hast, weil jetzt der Selbstschalter B aktiviert ist. Die Quest ist zu Ende. Es funktioniert alles einwandfrei. Ich bin sehr, sehr glücklich und sehr zufrieden. Beim nächsten Mal werden wir uns dann um Variablen kümmern. Wir haben jetzt bei den Bedingungen Schalter verwendet, Selbstschalter verwendet und Gegenstände verwendet. Also eigentlich fehlt nur noch Variablen und Akteure. Aber Akteure ist halt, falls Person XY in der Gruppe mit drin ist. Ich glaube, das ist jetzt eigentlich selbst erklärend, wenn man das mit den Schaltern und den Gegenständen etc. verstanden hat. Variablen wird nochmal eine etwas kompliziertere Sache, aber auch nicht wirklich kompliziert. Aber es wird nochmal ein bisschen anders und dafür werde ich ein extra Tutorial machen. Aber im Großen und Ganzen habe ich die Bedingungen und das mit den Ereignisseiten, denke ich mal, alles gut einfangen können. Gut, wie ich sehe, ist das Video circa eine Dreiviertelstunde lang, wie eine Schulstunde. Ich denke mal, das sollte okay sein und wenn nicht, könnt ihr zwischendurch ja immer wieder pausieren und ein andermal weiter gucken und ein andermal weitermachen. Und ihr könnt auch Notizen machen, euch das Video mehrfach angucken. Es sollte okay sein. Ich versuche immer so in einer Dreiviertelstunde aller spätestens fertig zu sein. Ich freue mich, wenn ihr es verstanden habt und wenn ich euch helfen konnte. Schreibt gerne in die Kommentare,
rein, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder ihr könnt auch Kritik äußern, aber bitte konstruktive Kritik. Also nicht irgendwie sowas wie dein Video ist absoluter Mist, sondern dein Video ist absoluter Mist, Komma, weil und dann bitte auch den Grund eintragen. Es wäre wirklich sehr, sehr viel hilfreicher für mich, wenn ich auch weiß, warum es absoluter Mist ist. Und nicht einfach nur absoluter Mist. Natürlich, wenn ich euch helfen konnte, auch gerne einen Daumen und ein bisschen Lob in die Kommentare oder einfach nur andere Sachen in die Kommentare. Ihr könnt schreiben, was ihr wollt. Ich würde mich über alles freuen. Ich lese alle Kommentare und beantworte auch ein bisschen was, wenn ich Zeit und Lust finde. Ich danke euch fürs Zusehen und wünsche euch wirklich viel, viel Spaß mit dem RPG Maker MV. Und wir sehen uns oder hören uns oder lesen uns dann im nächsten Video. Und dort geht es um Variablen und dann machen wir die zweite Mission. Und mal gucken, was das wird. Ich weiß es schon, aber ihr wisst es noch nicht. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß auf jeden Fall. Und danke fürs Zusehen nochmal. Tschüsseli!